Einen schönen guten Mittag, liebe Freundinnen und Freunde hier auf Facebook, zu einer Jubiläumsausgabe der Kulturkantine. Ist tatsächlich schon die 30. bin ich gerade drauf gekommen. Und ich freue mich, dass ich heute einen besonderen Gast habe, nämlich die Direktorin des Vorarlberger Architekturinstitutes, liebe Verena Konrad. Herzlich willkommen in der 30. Kulturkantine. Hallo und danke für die Einladung. Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu reden über verschiedenste Themen der Entwicklung von Raum, von Gesellschaft, was damit zusammenhängt. Ich freue mich sehr. Verena, aber erklär unserem Publikum einmal zuerst, weil das wissen ja auch nicht alle, was macht denn das Vorarlberger Architekturinstitut? Weil da gibt es ja oft unterschiedliche Wahrnehmungen, was das ist. Also wir sind kein Architekturbüro. Das ist, glaube ich, die Wahrnehmung, die viele haben. Wenn man Architektur hört, glaubt man immer sofort, wir planen selbst. Das tun wir natürlich nicht. Wir sind eine Kultur- und Bildungseinrichtung. Wir machen Ausstellungen, wir publizieren, wir machen Workshops zu Themen, die du gerade angesprochen hast. Und wir machen sehr viel Vermittlungsarbeit, also Bildungsarbeit für junge Menschen im Schulkontext, aber auch außerschulisch. Und im Prinzip ist es ein Ort, an dem sich interessierte Menschen zum Thema Architektur, Baukultur und Raumentwicklung austauschen und miteinander und voneinander lernen. Darf ich fragen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Weil du hast Kunstgeschichte, Geschichte und Theologie studiert, witzigerweise. Also ich habe gedacht, du bist Architektin ursprünglich. Ja, das ist auch, wie soll ich sagen, im Vermittlungsbereich durchmischt sich das so ein bisschen. Meine Vorgängerin war Architektin, mein Vorvorgänger war Raumplaner. Also fachliche Expertise ist bei uns schon ganz wichtig. Ich bin Architekturhistorikerin von meiner Ausbildung. Also ich habe mich als Kunsthistorikerin hauptsächlich mit Architektur und mit Design beschäftigt und war davor Assistentin an der Architekturtheorie in Innsbruck. Habe aber auch als Kuratorin gearbeitet und mir waren diese Schnittstellen immer ganz wichtig. Und das ist ja auch im VAI eigentlich das große Thema, diese Schnittstellen zu bedienen. Und am wichtigsten ist es, glaube ich, einfach gerne mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe ursprünglich, als ich noch zur Schule ging, Kindergärtnerin gelernt und bin dann im Studium ja auch viel mit Vermittlungsthemen unterwegs gewesen. Also mich interessiert Bildungsarbeit und wie ich als Übersetzerin komplexe Inhalte, in dem Fall über Architektur, mit Menschen bearbeiten kann. Im Sinn der Wissensvermittlung, die ist uns wirklich wichtig, aber auch im Sinn des Dialogischen und des Diskurses. Und ja, da muss ich sagen, da helfen mir meine Ausbildungsstränge sehr. Die haben ja alle was mit Sorge tragen zu tun, von der Kindergärtnerin zur Seelsorge hinter bis zum Kuratieren. Da steckt ja auch das Wort Kura-Sorge drinnen. Aber jetzt im Ernst, meine Biografie ist da natürlich so ein bisschen so gegangen, ich bin immer sehr stark meinen Interessen gefolgt, tue das auch heute noch und das ist auch ein ganz schöner Motor. Und ich habe das Gefühl, dass es dem VAI nicht schadet. Im Gegenteil, ich glaube, das VAI hat mit dir schon auch einen Entwicklungsschub gemacht. Ich glaube, das ist auch gut so. Das ist ja bei jeder Änderung der Direktion ist das ja auch normal und es verändert sich, es öffnet sich auch sehr stark. Gerade auch, wenn ich auch Kultur vor Ort, das ich ja selber schon erlebt habe, oder auch die von dir mitgestalteten Architekturtage, das sind ja schon Modelle, wie du auch versuchst, Bewusstsein zu schaffen für Raum, für Architektur, wie sagt man, architektonische Prozesse, aber auch Lebensraum. Ja, absolut. Also das eine ist, im VAI ist natürlich, Vorarlberg hat keine Universität und es ist schon auch der Ort für die Architekturschaffenden und jene Menschen, die professionell mit diesem Thema zu tun haben und die brauchen was anderes als Menschen, die ein allgemeines Interesse an der Thematik haben. Das heißt, wir versuchen da schon auf verschiedenen Ebenen Angebote zu machen. Also einerseits in der Weiterbildung von Professionisten, das hat universitäres Niveau, in der Diskussion mit politisch Verantwortlichen und mit Menschen in der Verwaltung, die das professionell betreiben und die einen intensiven Diskurs brauchen, der am Punkt ist, bis hin zur Bewusstseinsbildung, wo man Menschen abholt und es muss lustvoll und freudvoll sein, es sollte nicht belehrend sein und trotzdem einen Lerneffekt dabei haben. Und ja, wir versuchen, so gut wir können, da verschiedene Angebote zu machen und was mir total wichtig ist, da auch, wie soll ich sagen, nicht davon auszugehen, dass da gibt es jetzt das eine Format und das Gegenüber muss sich da reinfinden, sondern es ist ja bei jedem Gespräch so, man hat da echt das Gegenüber und man stellt sich aufeinander ein. Also diese Formate sind ja nur so ein Rahmen, wenn sich das dann alles bewegt, damit man es halt leichter hat beim Organisieren, sage ich jetzt mal. Aber das Wichtigste ist das Gespräch.
Du sprichst es aber auch sehr ehrlich an, dass die fehlende Universität in Vorarlberg ist natürlich ein Standortnachteil, gerade im Kontext von Architektur, weil dann auch der fachliche Diskurs eigentlich fehlt. Aber du hast natürlich ganz viel universitäre Verbindungen, auch was die Holzbaukunst, da sind ja einige Themen, diese Vernetzung, wie heißt, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, aber du wirst mich gleich aufklären, diese universitäre Zusammenarbeit, die du pflegst. Ja, also wir versuchen zu kompensieren, was wir selber als kleine Einrichtung nicht machen können. Mhm. Und ich denke, du meinst den Studiengang Überholz von der Kunstuniversität. Danke. Danke. Das ist ein postgradualer Lehrgang, der von der Kunstuniversität Linz ausgeht und in Zusammenarbeit mit Schloss Hofen angeboten wird. Und das Tolle an diesem Lehrgang ist die Theorie- und Praxisverbindung. Man kann nämlich sehr wohl auch dann, wenn man kein Studium abgeschlossen hat, aber Meister ist, also eine Lehre gemacht hat und dann zur Meisterschaft gelangt ist in seinem Handwerk, genauso hier eine Ausbildung im Holzbau machen. Und wechselseitig natürlich mit Studienberechtigungsprüfung. Und das ist eines meiner Highlights jedes Jahr. Wir sind da Gastgeber, wir stellen den Raum in Vorarlberg zur Verfügung und ganz viele Handwerksbetriebe sind da auch dabei. Und das Wissen über Baukultur ist ja sehr stark praktisch und nicht nur theoretisch. Und insofern ist uns diese Verbindung besonders wichtig und auch diese Netzwerke zu kultivieren. Ich glaube, für junge Architekten und Architektinnen gibt es eigentlich nichts Wichtigeres als diese gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung für die Expertise in anderen Feldern zu finden. Die Architektur hat sich als Disziplin in den letzten Jahren mit dem Digitalisierungsschub, den wir erlebt haben, und vielen anderen Entwicklungen sehr stark spezialisiert. Und da ist es immer wichtig, Interdisziplinarität zu pflegen und Expertise zu erkennen. Und auch da Meisterschaft anzustreben. Also die Architektur, von der wir sprechen, die ist zwar schon bodenständig in dem, was sie ist von der Nutzung, aber sie ist höchst anspruchsvoll in dem im Qualitätsanspruch. Und das gut auszugleichen, das verlangt schon eine besondere Form von Berufsethos. Und an dem habe ich großes Vergnügen. Also zu beobachten, was da für tolle Persönlichkeiten sind, welches Engagement, welche Leistungsbereitschaft da dahinter steckt, wie viel Leidensfähigkeit, ehrlich gesagt auch, oder? Weil das ist ein sehr, nicht nur komplexer Beruf oder komplexe Berufe, über die wir da sprechen, sondern die sind auch großen Herausforderungen ausgesetzt. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich so ein bisschen das große Thema im VAI, geht es für uns ja nicht nur um die Produktion neuer Gebäude, sondern auch ganz stark um deren Nutzung, um die Transformation, um die großen Entwicklungen, wie sich zum Beispiel Kulturlandschaft verändert durch Strömungen in dem Bereich oder wie sich Gesellschaft verändert, Architektur darauf reagiert und welche Wirkung Architektur in diesen Transformationsprozessen haben kann. Also das sind dann schon wieder Themen, die eigentlich fast ins Soziologische gehen. Und wir versuchen halt, das nebeneinander schön aufzugleisen und gute Diskursqualität herzustellen. Lass mich da ansetzen. Das sind jetzt einige Stichworte gewesen, die du mir geliefert hast, nämlich dieser Transformationsprozess. Wir leben, gerade du lebst ja auch im Rheintal, in Dornbirn, also diese Achse zwischen Dornbirn und Feldkirch, die ja massiv verdichter zusammenwächst. Wir haben immer von Kulturhauptstadtbewerbungsprozess haben wir immer gesprochen, von der Metastadt, Rheintalstadt. Wenn ich ganz ehrlich bin, verdichtet sich Richtung Wahlgau-Bludenz weiter, zeitversetzt, ich sage 30, 40 Jahre später. Das sind ja Stadträume, die entstehen. Damit verändert sich doch eigentlich auch der Lebensraum für die Menschen. Stadträume bin ich mir gar nicht sicher. Also da tut sich auch einiges. Ich würde es eher als Formen der Urbanisierung beschreiben. Und Urbanisierung hat ja nicht nur eine räumliche Komponente. Die Form, wo man Urbanisierung am stärksten und als allererstes spürt, sind die Lebensgewohnheiten von Menschen. Also Kommunikation und Mobilität, würde ich sagen, sind die ersten Formen, wo man wirklich merkt, wohin der Zug fährt oder die Reise geht. Und da würde ich sagen, ist Vorarlberg eigentlich, egal wo man hinschaut, sehr, sehr urban. Wo man es natürlich dann ganz stark merkt, auch im Räumlichen, das ist da, wo dichte Zentren entstehen, Verdichtung passiert.
da gibt es dann die ersten Ressentiments, weil den Rest erlebt man, also gesteigerte Mobilität, neue Formen der Mobilität, neues Kommunikationsverhalten, das zahlt alles quasi in die Lebensqualität ein. Es geht schneller, es ist einfacher. Während bei der Dichte und beim Zusammenrücken plötzlich auch weniger angenehme Dinge dazukommen in der Alltagserfahrung von Menschen. Und das auch sehr stark sichtbar ist, sogar dann, wenn man selber gar nicht Anteil daran hat. Also Dichte erlebt man ja natürlich anders, wenn man selber jetzt in so einem Wohn- und Arbeitskomplex und Umfeld lebt, als wenn man da nur durchgeht und das sieht und so einen nostalgischen Blick hat. Früher war das irgendwie feiner. Gibt es da Antworten drauf, gerade auf diese Alltagserfahrungen, gerade durch diese Verdichtung, die ansteht und durch nach oben bauen, mehr Leute auf kleinerem Raum, kleinere Wohneinheiten? Jetzt bin ich schon fast beim leistbaren Wohnbau, den es ja auch noch, Wohnraum, das es auch noch gibt. Gibt es da Lösungsansätze oder Best-Practice-Modelle auch von anderen Regionen, Städten, die das schon gelöst haben? Also ich muss sagen, auf Vorarlberg schauend läuft es ziemlich gut. Das ist schon, aber auch Vorarlberg verdichtet sich ja weiter. Ich denke, ja, natürlich, aber die Prognosen sind jetzt nicht so, dass es nicht auszuhalten wäre. Also wenn man jetzt diese demografische Vorschau ist ja natürlich auch immer nur begrenzt möglich und zuverlässig, aber wir reden davon, dass in Zukunft vielleicht 50.000 Menschen mehr in Vorarlberg leben, oder vor ein paar Jahren hat es da diesen Forecast wieder gegeben. Und da muss man sagen, bezogen auf die Fläche und die Möglichkeiten und auch den Leerstand, den wir haben und die räumlichen Ressourcen, ist es da wahrscheinlich nicht einmal notwendig, sonderlich viel neu zu bauen, sondern einfach klug zu nutzen, was da ist. Und das ist schon die Strategie Nummer eins, die auch ökologisch natürlich absolut Sinn macht. Also ich glaube, bei der zu erwartenden zunehmenden Bevölkerungsdichte hauptsächlich durch Zuwanderung wird es nicht notwendig sein, zwangsweise mehr zu bauen, sondern klüger zu nutzen. Und das ist das eine. Interessanter Ansatz, finde ich hochspannend. Also ich denke auch im ökologischen Sinn, oder? Wenn man die Nachhaltigkeitsdiskussion in der Architektur ernst nimmt, dann muss man sagen, es ist nicht in jedem Fall notwendig oder auch sinnvoll, neu zu bauen, sondern Dinge zu erhalten, zu pflegen und weiter zu nutzen. Aber natürlich wollen wir, und da würde ich mir jetzt selber quasi das was abgraben. Architektur ist ja ein Ausdruck auch von Kultur natürlich, und man will ja jetzt auch keinen kulturellen Stillstand über eine ganze Generation provozieren. Und wir müssen ja auch als Menschen fast schon zwangsweise unsere Spuren durch unser Leben weiterschreiben. Also es ist wahrscheinlich ein Ausbalancieren. Das nächste zum Thema Dichte sind Freiräume. Mhm. Also überall dort, wo Dichte zunimmt, ist, glaube ich, einerseits die Kompensation und der Ausgleich durch Freiräume wichtig. Freiräume müssen nicht nur Außenanlagen sein, die können auch Innengebäuden sein, kluge Mischnutzungen, also wirklich auch diese Nutzungsvielfalt, diese Ausgleichsräume, die es braucht, gerade dann, wenn Wohnungen kleiner werden. Der Trend geht zu kleineren Wohnungen, hauptsächlich aus monetären Gründen. Also das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Dann ist das Thema Dichte und Freiraum natürlich auch verbunden mit Ausgleich im Sinn von Kultur und Natur, von gebautem und natürlichen Elementen. Es gehört schon fast zusammen eigentlich in der Wahrnehmung der meisten Menschen. Und ganz wichtig, Begleitung. Kommunikative, gute Begleitung. Also das, was du in deinem Beruf ja auch machst, oder? Schauen, Nutzungsanreize schaffen, Ideen liefern, wie man Raum gemeinsam gut nutzen kann, um damit diese sozialen Konflikte, die ja oft mit Dichte verbunden sind, mit großer Dichte, von der es in Vorarlberg ehrlich gesagt nur ganz wenige Punkte gibt, wo sie wirklich in einem städtischen Maßstab stattfindet, wo das möglich ist. Und da hat Vorarlberg eine ganz lange, schöne Tradition eigentlich über die vielen Vereine, über das Ehrenamt, auch über durch die Kleinheit der Kontexte in den Dörfern, über sozialen Zusammenhalt. Ich glaube, diese Soft Skills des Bürger- und Bürgerinseins, um die geht es da eigentlich ganz stark, und die brauchen auch Begleitung und sorgsames Hinschauen.
Das ist eigentlich dieser breite Kulturbegriff, den wir immer predigen, dieses wirklich weit über die Kunst hinaus, einfach diese Breite der Gesellschaft auch zu sehen und des menschlichen Agierens. Und wie du selber sagst, ist ja vor allem wirklich, ich sage jetzt eine Insel der Seligen im Moment, aber man muss natürlich vorausschauen. Wie du selber sagst, 50.000 Leute mehr, da müssen wir auch mit den Bauträgern diskutieren, braucht man Neubauten oder braucht man Revitalisierung von anderen Räumen oder auch von Fabrikshallen etc. pp. Oder auch die Diskussion mit Betriebsansiedelung, die natürlich sehr stark ist, gerade im Rheintal. Die kennt man verfolgt. Also wenn ich da vielleicht noch was anmerken darf, wenn du gerade die Bauträger auch erwähnst, es wird im Moment sehr viel vom Gleichen gebaut und es sind durchschnittlich sehr teure Sachen, die eigentlich am Bedürfnis der Nutzer und Nutzerinnen, sage ich jetzt mal, zum gewissen Teil auch vorbeigehen, weil damit nicht Nutzer und Nutzerinnen dieser Wohnungen hauptsächlich, wenn man davon jetzt spricht, angesprochen werden, sondern Anleger und Anlegerinnen, und die haben andere Bedürfnisse als die Nutzer und Nutzerinnen der Wohnungen. Und im schlimmsten Fall stehen ja im Moment auch wirklich viele Wohnungen, neu gebaute Wohnungen, leer, weil der Grund für dieses, es war nicht das eigene Wohnbedürfnis, sondern die Kapitalanlage. Das erleben wir im Moment ganz stark und das nimmt auch in Vorarlberg zu, auch, sage ich, weil es ein weltweiter Trend ist. Die Finanzialisierung von Grund und Boden und die Finanzialisierung von Wohnraum nimmt einfach ganz, ganz stark zu. Und da ist, glaube ich, ein politisches Hinschauen wirklich notwendig, weil die breite Masse der Bevölkerung hier Schaden nimmt. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass wir in unserer jetzigen Zeit halt auch erkennen müssen, wie die einzelnen Gesellschaftsfelder, Wirtschafts- und Kulturfelder zusammenhängen. Mhm. Der ganz große Grund für diesen Anlagenschwall, der liegt auch eigentlich in Dingen begraben, von denen wir alle betroffen sind. Also die größten Anleger sind die privaten Pensionsversicherungen und wir streben alle nach einer guten Altersvorsorge. Mhm. Also man muss die Dinge sehr sauber abwägen und hier auch schauen, was hat der eine Effekt im anderen Bereich für Auswirkungen. Das Thema mit diesen Anlegerwohnungen, dieser Wohnbau, der dann irgendwann mit Leerständen zu, also das sind ja keine Leerstände, das sind ja alle im Eigentum, aber sie sind nicht genutzt. Da gibt's ja dann ist es auch ein Leerstand. Ist auch ein Leerstand, es sind ja zigtausende davon in Vorarlberg. Wir diskutieren das ja auch im Landtag immer wieder. Lösungen gibt es eigentlich keine darauf. Es gibt andere Bundesländer mit der Leerstandsabgabe, was faktisch keinen Steuerungseffekt hat, weil die 700 Euro, die man dort bezahlt als Eigentümer, die tun dem Eigentümer nicht weh. Mhm. Also vielleicht können wir uns wenigstens woanders einen guten Effekt erzielen. Also man kann es natürlich, es ist kein Grund, es nicht zu tun. Ja, das ist kein Grund, es nicht zu tun. Ich möchte keine politischen Empfehlungen geben, weil das ist heikel genug. Mhm. Und wir sind dafür da, die Problemerörterung voranzutreiben und nicht den politisch Verantwortlichen in den Mund zu legen, was sie zu denken haben. Aber ich glaube, die Problemerörterung, die läuft auch Hochtouren und die wichtigsten Faktoren sind bekannt. Also ich bin in der glücklichen Situation, dass ich nur in der Gesetzgebung bin. Also ich bin nicht in der Exekutive. Und ich bin froh, wenn ich Menschen höre wie dich, die einfach vom Fach kommen und die einfach eine fundierte Aussage treffen können, in welche Richtung man auch politische Entscheidungen trifft am Ende des Tages. Weil die Politiker haben die Welt nicht erfunden. Darum, glaube ich, ist es doch auch wichtig, sich mit Menschen wie mit dir zu solchen Themen auseinanderzusetzen. Aber lass uns weitergehen zu dem Thema der Transformation. Das eine ist diese urbane Entwicklung. Das andere ist aber auch diese Ortskerne, diese Dorfstruktur, die ja gerade, wie du es vorher schon gesagt hast, eine unglaubliche Kraft hat. Mhm. Und jetzt, auch wenn ich aber aus Vorarlberg rausgehe, ich sehe es auch in anderen Bundesländern oder auch in Deutschland, wie solche Dorfkerne einfach komplett sterben und eine Abwanderung stattfindet. Gibt es da irgendwie für dich auch eine Erklärung dafür oder ist die Urbanität des Stadtgefühls so attraktiv geworden? Also es gibt verschiedene Erklärungsmuster und Möglichkeiten und mich persönlich überzeugen eigentlich die Gedanken, die der Verein Landluft zu dem Thema immer wieder äußert, auch sehr. Also eigentlich ist ja Baukultur ein Spiegel der Verfasstheit unserer Zivilgesellschaft. Mhm. Das passiert ja nicht im Luft- und Gedanken- und gefühlsleeren Raum, sondern das ist ja nur Ausdruck von etwas. Und aber dann ziemlich ein manifester Ausdruck von etwas, weil gebaut und statisch und wirksam für viele, viele Jahre. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, immer auch den Motor der Baukultur, und das sind die Sehnsüchte und Wünsche und Bedürfnisse in erster Linie natürlich der Menschen in den Fokus zu nehmen und zu schauen, was braucht denn ein vitales Dorf?
was braucht ein Dorf, oder es kann genauso ein Quartier in einer Stadt sein, um von den Menschen als lebenswert und vital wahrgenommen zu werden. Und da gibt es vielleicht auch ein bisschen Unterschiede, egal wo man hinkommt, die hängen mit Traditionen zusammen oder mit dem Mix von Menschen, die an diesem Ort zusammenleben. Und ich glaube, wenn man sich dorthin wendet, dann findet man die Antworten relativ schnell. Was sind das für Leute, die da zusammenkommen? Welche Talente schlummern da? Was sind da für Ressourcen? Und da rede ich jetzt nicht von Baumaterial, sondern von menschlichen Ressourcen im Sinn von ja, Talenten. Was kann man da rausholen? Und mein Papa ist, seit er in der Pension ist, in einem kleinen Dorf in Oberösterreich, wo ich herkomme, als Bürger ganz fest engagiert in so einem Prozess. Und die machen jetzt mit Agenda 21 einen Prozess. Das muss ich dir nicht erzählen, aber den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht schon. Es gibt nichts Wertvolleres, als sich gemeinsam prozessorientiert auf den Weg zu machen, um herauszufinden, was ist uns wichtig, worauf haben wir Lust, wo sehen wir unsere Herausforderungen, wie können wir als Dorfgemeinschaft oder noch sinnvoller darüber hinaus, dass man die Region auch immer mitdenkt, wie können wir auf diese Herausforderungen sinnvoll reagieren. Und es wird dann überall ein bisschen anders ausschauen, aber im Prinzip, wenn man es wieder zusammenführt, ist es in vielen Gemeinden von außen, von der Makroebene betrachtet, eigentlich recht ähnlich. Es braucht Angebote für jung bis alt, Plätze, wo Menschen zusammenkommen und sich informell treffen können, auch dann, wenn man keine Veranstaltung plant. Es braucht aber auch Orte, wo kleine Veranstaltungen je nach Größe der Gemeinschaft stattfinden können. Die sollten programmiert werden. Die Einbeziehung der Menschen ist ganz wichtig. Und einen guten, ausgewogenen Mix der Autonomie auch ermöglicht. Also das Einkaufen zum Beispiel in der eigenen Stadt, das sind ja Wege des täglichen Bedarfs, die ja sozial sehr viel bedeuten. Da geht es ja nicht nur um Konsum, sondern ganz stark auch, also gerade wenn man viel mit älteren Menschen arbeitet oder dass man seine täglichen Wege hat, wo man Menschen trifft, wo man miteinander ins Gespräch kommt, ohne sich verabreden zu müssen, dass es ja einen gesunden Mix an, auch wieder bezogen auf Größe und Herausforderungen, gastronomischen Angeboten gibt. Das ist, ja, also eigentlich kann man es auf diese 8 Punkte der Daseinsvorsorge beschränken, oder? Mhm. Wo man dann, oder fokussieren, wo man dann sagt, okay, es braucht was für die Bildung, was für die Arbeit, das Wohnen ist wichtig, das Einkaufen ist wichtig, dass ich meinen Müll entsorgen kann, ist wichtig. All das zusammen, ja, die Kommunikation, die Mobilität, und so schwierig wäre es eigentlich nicht. Schwieriger ist nur eigentlich der Rückbau von, also das erlebe ich ganz oft, der Rückbau von ehemals schlechten Entscheidungen. Mhm. Also wenn man nämlich merkt, oh Gott, da haben wir so viel investiert und jetzt kommen wir drauf, das ist kontraproduktiv, keine Ahnung, wir haben das Einkaufszentrum irgendwo hinbaut, wo man ohne Auto nicht hinkommt. Oder haben das genehmigt und ermöglicht. Und jetzt wissen wir nicht, wie wir mit dem umgehen sollen. Also wir haben uns selber quasi ein Problem geschaffen. Oder wir haben durch unkluge Entscheidungen verunmöglicht, dass sie ältere Menschen bei uns wohlfühlen, weil da rauschen die Autos durch und auch die Kinder. Und wir haben zum Thema Sicherheit da uns überhaupt keine Gedanken gemacht, weil wichtiger wäre eigentlich, dass man da im Schritttempo sicher Begegnungszonen hat. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz schwierig anzuerkennen, dass es manchmal auch einen Rückbau braucht, wenn man draufkommt, das war nicht gescheit. Spannendes Thema. Ich überlege jetzt gerade, wie wir den Zimperpark oder den Messepark in der Innenstadt bauen würden. Wobei, die sind ja gar nicht einmal... Die sind gar nicht so weit draußen, weil die sind mittlerweile... Ja. Sowas meine ich nicht. Also man kann das nicht auf jedes Projekt anwenden. Ja. Genau. Das scheint mir auch ganz wichtig, dass man nicht so pauschalisierte Aussagen miteinander austauschen, weil du lebst jetzt in Bludenz zum Beispiel, oder? Und das ist mittlerweile zusammengewachsen, vielleicht auch durch diese
Ereignisse, sage ich jetzt mal. Ich würde das gerade sagen, das ist gerade in Blue Dance, ist das für mich schon lange kein Problem mehr. Ich finde, der Zimmerpark gehört in diese Stadtregion dazu und die Grenzen sind sowieso verschwimmend zwischen Blue Dance, Bürsen und Düsseldorf. Und jetzt durch die Verbindungsachse mit der Fahrradstraße und der neuen Autobahnüberführung, dem neuen Kreisverkehr, über den kann man auch diskutieren, aber da ist viel zusammengewachsen, was vor 20 Jahren viel mehr polarisiert hat. Und wie du selber gesagt hast, der Messepark, den will ich, nehme ich sogar in Schutz. Erstens ist er, funktioniert er hervorragend. Und der ist ja auch im Stadtgebiet. Ist auch im Stadtgebiet, ist mit dem Stadtbus hervorragend angeschlossen. Ja. Man muss auch dazu sagen, im Messegelände, also ich habe da als ehemaliger Geschäftsführer vom Regenstourismus habe ich anders gesprochen. Aber lass uns von diesen ja mittlerweile gesetzten Punkten weggehen und stell da einen Ort. Also ich hatte ja auch was ein Bild im Kopf, als ich das jetzt gerade gesagt habe. Ich stelle mir jetzt gerade mein Heimatdorf vor, oder wo wirklich an der Peripherie ein Supermarkt gebaut ist, wo man wirklich nur mit dem Auto hinfahren kann. Und das gibt's. Da gibt es wirklich viele Stationen in Österreich. Und die sehen wir ja alle, wenn wir unterwegs sind. Also für mich eines der Beispiele, wie man es nicht machen sollte, ist Eisenstadt. Da ist tatsächlich ein Einkaufsviertel entstanden, direkt an der Autobahn. Und in der Innenstadt hast du noch eine Fußgängerzone, wo halbwegs funktioniert. Also ich hoffe, dass man niemand aus Eisenstadt heute zuhört. Und wenn, dann ist es auch richtig so, weil ich habe das wirklich, denke mir das jedes Mal, wenn ich durch die Stadt spaziere. Das ist echt, und wie du selber sagst, wie löst man das? Dass man sich irgendwann wirklich dazu committet und sagt, ich mache diese Entscheidung rückgängig und versuche es anders zu lösen. Das ist ein schwieriges Thema. Aber das ist emotional extrem schwierig. Genau, da ist viel Know-how und viel Zeit geflossen und auch viel Geld. Ja. Spannend, total spannender Ansatz. Total spannender Ansatz. Wenn du hast vorher auch von dieser Veränderung des gesellschaftlichen Lebens gesprochen an sich, der Mensch verändert sich ja. Wir werden schneller, wir werden durch diese ganzen Endgeräte und alles Mögliche und durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, was heißt das für Lebensräume, gerade auch wenn das ganz alles digital ist, alles öffentlich ist, Stichwort gläserner Mensch und so weiter, das hat doch auch auf Lebensräume eine direkte Auswirkung. Ja, es hat auf Körperwahrnehmung eine Auswirkung und natürlich dadurch auch auf Raumwahrnehmung, auf Eigen- und Fremdwahrnehmung. Du hast dich auch schon oft beobachtet, oder, dass man sich auch in kleineren dörflichen Kontexten vielleicht gar nicht mehr so sehr ins Gesicht und in die Augen schaut im Vorbeigehen, sondern man schaut aufs eigene Smartphone und bewegt sich da so durch. Das hat, ja, das ist ein richtig großes Generationenthema, das Auswirkungen in allen Bereichen des Lebens hat, auf familiäre Kommunikation genauso wie auf gesellschaftlichen Dialog. Ich kann das ehrlich gesagt in der Größe jetzt in unserem Gespräch gar nicht richtig fassen, oder? Weil man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Aber es beschäftigt mich schon auch sehr, oder? Weil ich einfach ganz stark merke, wie sich die Wahrnehmung insgesamt verändert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von Körper- und von Raumwahrnehmung reden, dann macht es natürlich schon noch einen ganz großen Unterschied, ob ich mir wirklich... Wahrnehmung passiert ja mit den Sinnen. Mhm. Ob ich eine Wahrnehmung habe, gesteuert durch Bild oder Bewegtbild auf einem Gerät, oder ob ich mich wirklich mit meinem ganzen menschlichen Sensorium, das mir halt individuell zur Verfügung steht, an einem Ort befinde und in einem Gespräch befinde und ob ich präsent bin eigentlich. Das macht einen Unterschied. Oder ob ich das gefiltert habe oder nur über die Wahrnehmung von jemand anderem erlebe. Und ich glaube, wir sind schon auch aufgerufen, uns selber zuzumuten. Also ich kann da ganz kurz, mich hat gestern ein blutender Bürger, erster Tag im Kaffeehaus, angesprochen und sagt, du, eines sage ich dir, jeden Morgen, wenn du auf den Zug laufst, schaust du nur in dein Handy zu mir. Stimmt natürlich, wenn ich auf den Zug laufe, um 6:30, 7:30, wenn ich nach Bregenz fahre oder wohin auch immer, dann, das hat er mal gesagt, wie ein Hauptschüler. Also wir Mittelschüler, sagt er zu mir, die machen das alle auch. Und dann haben wir gedacht, er hat vollkommen recht, man nimmt die Umwelt nicht wahr, man sieht niemanden, es ist gefährlich. Ich habe mich ja auch schon erlebt, wie ich fast bei Straßen drüber gelaufen bin, weil ich vergessen habe, hoppala, da kommt ein Zebrastreifen. Da ändert sich was. Also ich habe mir das gestern wieder sehr zu Herzen genommen und gesagt, Vorsicht, du musst aufpassen, erstens mal ist es nicht gesund, gefährlich und du nimmst nichts mehr wahr, was passiert in deinem Umfeld. Und dann sind wir bei dem Thema der Wahrnehmung, der Sinne und so weiter. Schönes Thema. Eigene Kulturkantine ist das. Eigene Studie wäre das einmal. Verena, ja. Was mich
Was mich schon auch noch, ein kritisches Thema, das mich aber auch sehr beschäftigt, dieses immer wieder Aufeinandertreffen von Welten oder Wahrnehmungen, wenn es um Grünzonen geht, wenn es um Grünräume geht, also wenn es um Betriebserweiterungen geht, etc. Andererseits wissen wir, dass Beteiligung das Um und Auf ist, Menschen zu beteiligen, einzubinden, und trotzdem prallen hier immer wieder Welten aufeinander. Sind das reine ideologische Probleme oder sind das... Oder machen die Projektbetreiber da etwas falsch? Oder könnte man hier was anderes machen? Wie siehst du das auch in deiner professionellen Sicht? Wie hast du vorher gesagt, Fürsorge. Dieses Sorgen um Prozesse. Ich kann es nicht pauschalisieren, weil ich eigentlich überall ein bisschen was anderes erlebe. Mhm. Es ist sowohl als auch und ganz viel dazwischen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, mir ist Beteiligung sehr wichtig. Mhm. Und trotzdem muss ich sagen, kennt Beteiligung auch Grenzen, weil es gibt manchmal einfach Interessen, die sich nicht unter einen Hut bringen lassen. Und ich denke, dass wir eigentlich durch die Fantasie, dass Beteiligung alles richten kann, ein bisschen aus den Augen verloren haben, dass es manchmal auch darum geht, Widersprüche auszuhalten. Mhm. Also es gibt Dinge, die sind nicht in Einklang zu bringen, und trotzdem muss man nicht in Feindschaft sich gegenüberstehen, sondern man kann zum Beispiel demokratisch ermittelte Ergebnisse zur Kenntnis nehmen, auch wenn man deren Inhalte gern anders gehabt hätte selber. Richtig. Und das ist das eine. Also ich spüre einen ganz einen großen Druck durch Beteiligung, alles zu richten, und ich sehe die Unmöglichkeit in manchen Fällen. Mhm. Dann gibt es ganz starke ideologische Diskussionen, die sind einfach, sind oft Stellvertreterdiskussionen, die sich an einem Beispiel entzünden, wo es aber eigentlich um ganz andere Themen geht. Und es gibt zusätzlich an manchen Orten, also ich erlebe ja das, ich schaue auf 96 Gemeinden in Vorarlberg, was diese Themen betrifft. Und es gibt in manchen, an manchen Orten oder bei manchen Projekten einfach auch eine Vorgeschichte. Und wenn man die ausklammert und nicht sieht, welche Geschichte ein Projekt oder die Beteiligten in diesem Projekt schon miteinander haben, dann führt es manchmal auch zu Fehleinschätzungen. Und da bräuchte es, glaube ich, mehr als nur ein Gesprächsangebot. Das ist das Um und Auf, dass es das gibt, also ja. Die Basis. Ja, ja. Ja, und dann befinden wir uns aktuell politisch in einer Situation, wo wir lernen müssen, dass Ökologie und Wirtschaft keine Gegensätze sein können und dürfen. Und an solchen Themen wie der Landesgrünzone für Vorarlberg gesprochen, also für die, die Vorarlberg oder das Thema nicht kennen, muss man dazu sagen, dass es seit den 70er Jahren ein Instrument gibt in Vorarlberg, die Landesgrünzone, die quasi wie sowas wie die grüne Lunge an einem bestimmten Bereich ausgespart hat aus der Planung, um die freizuhalten. Und die wird natürlich in einer Zeit, wo Grund und Boden ja nicht nur Spekulationsgut sind, das sind sie auch, aber das wäre in dem Fall eigentlich der falsche Fokus, wo es ja ganz stark darum geht, sich für zum Beispiel Betriebserweiterungen genannt, Grundstücke zu sichern für mögliche Erweiterungen, die wirtschaftlich und damit auch sozialpolitisch, Schaffung von Arbeitsplätzen etc. einen eigenen Wert haben, um sich da Möglichkeiten zu erarbeiten für die Zukunft. Das ist ein legitimes Ansinnen. Und das kommt in einer Zeit, wo wir so massiv auch ideologisch streiten, kommt es da zu einer Überlagerung, ja? Mhm. Und zu einem massiven Konflikt. Und in diesem Konflikt kann man eigentlich immer wieder nur betonen, die Tagespolitik und die einzelnen Projekte vielleicht mal jetzt mal hinzulegen und zu schauen, wo will man insgesamt strategisch hin. Die Landesgrünzone ist ein Schatz aus meiner Sicht. Mhm. Und den anzuknappern für einzelne Projekte mag es ganz wichtig sein, aber da geht es ja um eine gesamtgesellschaftliche Orientierung. Für einzelne kleine Benefits bei einzelnen Projekten und Unternehmungen ist vielleicht nicht der richtige Weg, um dieses große Ganze weiterhin gut qualitativ im Auge zu behalten. Und gleichzeitig muss ich sagen, habe ich größten Respekt. Ich war eine Weile im Raumplanungsbeirat des Landes Vorarlberg. Es geht schon auch immer wieder darum,
mit einem intensiven fachlichen, aber auch mit einem Blick des Maßhaltens zu schauen, worum geht es jetzt wirklich. Und wenn es qualitative Ausgleichsflächen gibt, die wieder in dieses Interesse einzahlen, dann ist es gut. Ehrlicherweise gibt es die ganz selten. Aber diesen Spagat muss man gehen bei der Diskussion. Ja, dieses Abwägen. Ich warne vor ideologischen Diskussionen, aber ich wünsche mir inhaltliche Diskussionen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, wir diskutieren zu sehr ideologisch, zu wenig inhaltlich und manchmal ordentlich aneinander vorbei. Und die Landesgrünzone ist ein gutes Beispiel für dieses Aneinander-Vorbei-Diskutieren. Ich schaue ganz interessiert nach Deutschland momentan, was der neue Vizekanzler mit Wirtschaft und Ökologie tatsächlich, wie er das macht, weil diesen Interessenskonflikt auszugleichen, ist ein großes Thema. Ich wünsche es ihm, dass es ihm glückt, weil es ist für die Menschen gut, unabhängig von Ideologie oder Parteifarbe. Ich glaube, das hat mit der Sache nichts zu tun. Das muss man akzeptieren, demokratiepolitisch. Aber es ist einfach auch wichtig, dass für die Menschen hier Lösungen und Antworten gesucht werden, die auch richtungsweisend sein können. Liebe Verena, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Mhm. Damit kann man so die Themen auch vertiefen. Wann gibt es die nächsten Architekturtage wieder im Vorarlberg? Gibt es die nächste heuer 22 wieder? Ja, also ehrlich gesagt, wir haben ja einen neuen Modus finden müssen durch Corona. Wir hätten letztes Jahr gehabt, das Thema Leben, Lernen, Raum, Bildung und Architektur ist uns sehr wichtig. Darum haben wir entschieden, österreichweit, dass die Architekturtage letztes Jahr schon digital begonnen haben, jetzt ein ganzes Jahr lang laufen in ganz Österreich und dann einen fulminanten Abschluss in Form von hoffentlich wieder einem Festival finden am 19. Juni, auch wieder österreichweit. Und wir werden in Vorarlberg hoffentlich auch stark vertreten sein. Wir haben zeitgleich beginnend ab Februar schon eine Ausstellung zum Thema, die sich mit den 60er und 70er Jahren beschäftigt. Und zwar heißt diese Ausstellung Bildungsschock und es geht um Lernen, Politik und Architektur in den 60er und 70er Jahren. Es ist ein Projekt aus dem Haus der Kultur und der Welt in Berlin von Tom Holert und vielen Beteiligten. Mhm. Und das Schöne daran ist, und das war auch so ein bisschen der Hintergrund, für uns geht es ja nicht nur darum, die unglaublich gute Ausführungsqualität neuer Bauten, die es natürlich im Schulbau und darüber hinaus im Bildungsbereich in Vorarlberg absolut gibt, die kann man abfeiern, das tun wir natürlich auch. Aber wichtig scheint mir ja eigentlich zu sein, was will man mit diesen Bauten in der Bildungspolitik überhaupt erreichen? Thema Inklusion zum Beispiel oder diverser werdende Gesellschaft oder eine Gesellschaft, ja durchaus mit einem feministischen Anliegen auch, wo man sagt, okay, die Berufstätigkeit der Frau ist ein wichtiges Thema, Ganztag, Schule etc. Also ganz viele Themen, die da reinspielen und die 60er und 70er Jahre haben da schon eine gewisse Radikalität auch entwickelt, die es ja in der Form in der Bildungslandschaft seither auch nicht mehr gegeben hat. Du kennst vielleicht die Wellentheorie in der Geschichte, dass auf alles kommt ein Pro und Contra und dazwischen viele kleine Moden und Trends. Und das merkt man natürlich in der Bildungspolitik auch ganz stark. Aktuell ist es sogar so, dass wir wunderbare neue Schulbauten in Vorarlberg haben, von denen mir die Lehrer und Lehrerinnen und jene, die in der Direktion arbeiten, sagen, ja, aber mit den Vorgaben, nicht nur Corona-spezifisch, sondern auch so, die wir jetzt aktuell bildungspolitisch haben, können wir die Dinge, die wir jetzt lang entwickelt haben, endlich in einem neuen Gebäude umgesetzt haben, schon gar nicht mehr machen, weil uns die Betreuungskapazität fehlt und weil viele andere Dinge plötzlich gestrichen sind, auf die man räumlich ja hingearbeitet hat. Also da merkt man schon, wie Architektur und Bildungspolitik, wenn es gut läuft, einen räumlichen Rahmen bieten können für ganz wertvolle Lernerfahrungen, aber natürlich auch für Aufenthaltsqualität. Schulkinder, gerade in den Ganztagsklassen, verbringen sehr, sehr, sehr viel Zeit in diesen Räumen und es ist wichtig, dass die gute Aufenthaltsqualität haben, die auch kompensieren können, was man in der Zeit woanders eben nicht haben kann. Und die übrigens, und das ist mir auch wichtig, auch für die Menschen, die dort arbeiten, im Lehrberuf oder in der Pflege dieser Gebäude auch gute Arbeitsbedingungen herstellen, damit die ihre Arbeit gut tun können. Und da haben wir natürlich schon in den letzten Jahren tolle neue Zugänge gesehen und darüber hinaus ganz viel im Kleinkindbereich, Kinderkrippen, Ausbau von Kindergärten, Ludens mit Susi Weigel zum Beispiel oder ja, Wings gerade neu gemacht zum Beispiel. Das Thema Bildungscampus kommt immer stärker. Also gerade wenn du sprichst von
Urbanität, dann ist die Idee des Campus, der ja ein Teil der öffentlichen Landschaft ist, was ganz was Wesentliches, wo Bildung aus dem Schulgebäude hinaus plötzlich auch wieder sichtbar wird. Das ist, betrifft ja nicht nur die Kinder und Jugendlichen selber, sondern uns als Gesellschaft insgesamt. Ja, und die Bibliotheken natürlich. Also wir haben einige sehr schöne neue Bibliotheksbauten dazu bekommen. Gerade in Dornbirn. Ich habe es gerade gestern im Finanzausschuss der Stadt Bludenz nochmal sehr deutlich gesagt. Die Kernaufgabe von öffentlicher Hand, von Kommunen, sind die Bildungseinrichtungen und die Sicherheitseinrichtungen, was die baulichen Geschichten anlangt. Und da müssen wir wirklich investieren, glaube ich, alle miteinander. Aber auch was du ansagst, das Thema, das ist alles so schnelllebig. Unser Bildungssystem ändert sich permanent mit den Vorgaben und die Schulen sind oft nach 15 Jahren schon wieder eigentlich umzubauen. Und das geht natürlich nicht. Und dann kommen wir in diese Welten hinein, wo es einfach dann schwierig wird, auch keine Talente zu verlieren, um das Wort noch einmal zu gebrauchen. Liebe Verena, vielen Dank für dieses super Gespräch. Danke dir. Großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich habe mir jetzt gerade vorher notiert, Bildung, Kultur, Schule, da müssen wir wieder mal vorbeikommen mit unserem Kultursprecher, vielleicht auch mit den Bildungssprechern. Warst du schon? Ich war noch nicht. Wie lange läuft die noch? Bis 22. Jänner. Na, dann habe ich noch Zeit. Da werde ich mich aber rechtzeitig anmelden. Ich bin ein Mitglied im Verein. Ich kriege eigentlich alle Einladungen. Vielen Dank, liebe Verena. Okay. Euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuschauen. Im Nachgang kann man es dann auf YouTube auch noch nachschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Nächsten Dienstag kommt Marco Spitzer, Künstler, Grafiker. Mit dem rede ich dann wieder um die Lebensrealität eines unternehmerisch denkenden Künstlers. Vielen Dank euch. Einen schönen Nachmittag. Ciao, Verena, nach Dornbirn. Tschüss. Danke. Okay.